Hey Leute, herzlich willkommen bei Wissenswert. Heute haben wir für euch ein paar extrem heftige Sprünge, bei denen Menschen an ihre äußersten Grenzen gehen. Dieser Sprung von einer Brücke ist für Extremsportler eigentlich nichts Besonderes. Das Außergewöhnliche ist hier jedoch, dass der Mann, der springt, blind ist. Seine Helfer öffnen für ihn daher den Fallschirm sofort, nachdem er springt, und glücklicherweise geht alles gut aus. Der nächste Sprung ist zwar weniger gefährlich, aber umso beeindruckender. Ein Parkourläufer in Italien macht einen Rückwärtssalto, während er über eine Mauer springt. Ein Sprung aus dem Flugzeug ist an sich schon nicht ganz ohne, doch diesen dann ohne Fallschirm durchzuführen, grenzt schon fast an Wahnsinn. Der Mann in diesem Video trägt jedoch einen Wingsuit, der es ihm ermöglicht, durch die Luft zu gleiten. Seine Ankunft am Boden wird von einer riesigen Menge von Zuschauern erwartet. Es gibt sogar extra eine Landebahn für den Wingsuit-Flieger. Dieser Stunt eines Skateboarders im Grand Canyon ist einfach nur unglaublich, aber seht selbst. Oh, 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 oh. Bob missed the rail. He's got only seconds to track away from the rocky cliff to survive. Ein heftiger Punkt für Bungee-Jumping ist an diesem Schweizer Staudamm. Er ist unglaubliche 220 Meter hoch. Hier probiert ein Basejumper vom hohen Dach des Gebäudes auf das Dach des kleineren Hauses gegenüber zu springen. Kommen wir zum heftigsten Sprung aller Zeiten. Unglaubliche 100 Meter beträgt der Sprung dieses Motocross-Fahrers. Selten zuvor war jemand bei einem Sprung so lang in der Luft.
Was meint ihr zu diesen Sprüngen? Kennt ihr noch heftigere Sachen? Lasst es uns mal in den Kommentaren wissen, wir sind sehr gespannt und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Leute! Just when I think